Was hat Rudolf Hickel vor etwa einem Jahr gesagt? Durch die Wiedereinführung der Drachme unsere Griechenland-Exporte zu gefährden, damit ein paar deutsche eurokritische Professoren günstiger Uso trinken können. Das lohnt sich nicht. Und danach hat er den Griechen noch angefahren. Für 2 Autos will ich deinen Uso gar nicht haben. Nimm 3 Autos oder behalte deinen Uso. Irgendwie ist das kein Argument, oder? Es tun doch auch nicht nur ein paar deutsche Professoren, die gerne Uso trinken, eine eurokritische Haltung vertreten und sagen, dass man in Griechenland vielleicht die Drachme wieder einführen sollte. Das sagen eigentlich alle Leute, die davon ein bisschen Ahnung haben. Also von daher ist dieser Einwand natürlich polemisch bestens platziert von Rudolf Hickel, aber angebracht, naja, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Argument gegen die Wiedereinführung der Drachme. Es ist eher ein Argument für die Wiedereinführung der Drachme.